bereit für ganz viel Drama. Gut, denn wir werden heute die vier Ehen zerstören. Willkommen bei Fremdgehen in allen Sims Teilen. Wir starten wie immer mit Sims 1 und ich habe auch schon diesen wundervollen Sim erstellt. Darf ich vorstellen, Sibylle. Sibylle wird uns jetzt in allen Teilen begegnen und sie hat nur ein Ziel, ganz viele Ehen zerstören. Ich meine ganz ehrlich, wer kann diesem Hut widerstehen? Mir? Schon ordentlich schwer. Und Sibylle bekommt natürlich noch ein paar Charakterzüge. Um irgendwelche Menschen zu verführen, muss man ein bisschen ordentlich sein. Definitiv sehr extrovertiert. Aktiv sein ist auch nicht schlecht, definitiv. Verspielt sein ist auch immer gut. Und nett ist sie nicht wirklich. Sie will ja ganz viele Ehen zerstören. Aber ein bisschen nett muss sie schon sein. Und offensichtlich ist sie ein Zwilling. Hallo an alle Zwillinge. Fühlt ihr euch gerade angesprochen? Ich halte übrigens absolut gar nichts von Sternzeit. Bitte nehmt das nicht ernst. Biografie für Sibylle Cheeto. Hallo, ich heiße Sibylle. Und ich liebe es, Ehen zu zerstören. Und wir starten unser Abenteuer mit Sibylle. Okay, Freunde, Sibylle wohnt hier drüben. Doch die Familie, auf die ich es abgesehen habe, die wohnt hier drüben. Ich kann Sibylle leider nicht hier einziehen lassen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwo über den Weg laufen, ist sehr gering. Deswegen werden wir es bei Sims 1 jetzt anders lösen. 3000 Jahre später. Freunde, ich sitze eine halbe Stunde da und versuche, meinen Ehemann zu betrügen mit Kai-Uwe. Bis jetzt habe ich es immerhin geschafft, dass wir befreundet sind. Ich meine, ganz ehrlich, schaut euch das Haus an. Kein Wunder. Oh, und Kai-Uwe will uns aufheitern. Unserem Ehemann ist es einfach komplett egal. Wenn man meinen Puls messen würde, könnte man wahrscheinlich gerade einen Krankenwagen rufen. Es gibt nämlich nichts, was mich so aufregt wie die Beziehungen bei Sims 1. Möchtest du ein Baby adoptieren? Nein, ich will meinen Ehemann betrügen. Ist das zu viel verlangt? Und jetzt brennt es auch noch. Nein! Ich schwör's euch, Leute, Sims 1 bringt mich an meine Grenzen. Leute, ich hab's endlich mit einem Cheat geschafft, dass ich mit ihm flirten kann. Ich kann ihn auch schon küssen. Ich probier's. Vorsichtig. Es ist zu spät, wir sehen uns. Tschüss. Ich halte das alles nicht mehr aus. Oh mein Gott, der Nachbar kommt mit Blumen vorbei. Es kann nicht mehr lange dauern. Okay, sie umarmen sich. Können wir das bitte nach drinnen verschieben? Also die beiden Sims. Damit der Mann das ja mitbekommt. Aber dem Mann gefällt das definitiv nicht, wenn wir uns vertraut umarmen. Wir sind auch gleich bei 100% bei unserer Freundschaft. Der Mann findet das echt gar nicht gut. Und bei Sims 1 ist es tatsächlich so, dass der Partner auf die Affäre losgeht. Und nicht auf seinen Partner. Und jetzt ist es so, dass der Mann keine romantischen Gefühle mehr hat für seine Frau. Und deswegen interessiert sie ihn jetzt auch nicht mehr, wenn sie was mit Kai-Uwe hat. Es gibt übrigens keine Funktion, mit der man sich scheiden lassen kann. Die beiden streiten jetzt aber so lange miteinander, bis einer von den beiden dann auszieht. Aber Sims könnten sich natürlich auch entschuldigen. Okay, Leute, jetzt eskaliert's. Wenn dann nicht einer von denen auszieht, weiß ich auch nicht. Die hassen sich jetzt nämlich abgrundtief. Der Mann hat seine Sachen gepackt und ist ausgezogen. Und ich habe dafür jetzt eine Stunde gebraucht. Und dann habe ich es einfach verpasst. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde mich das jetzt gerade sehr glücklich machen. Wir sehen da unten, der Mann ist nicht mehr da. Und wenn einmal eine Person auszieht, ist sie für immer verschwunden. Wir sind bei Sims 2 und jetzt ist es endlich Zeit für Sibylle. Muss ganz ehrlich sagen, den Hut finde ich noch besser. Oberteil war rot. Oh, und Sibylle. Da gönnt sie sich ein paar Tattoos. Steht ihr aber sehr gut und wir brauchen noch einen kurzen schwarzen Rock. Und auch hier können wir wieder ihre Persönlichkeit einstellen. Ich finde, das passt eh schon ganz gut. Auch hier ist sie wieder ein Zwilling. Das ist so unangenehm. Und natürlich bekommt sie das romantische Bestreben. Hier bei Sims 2 können wir jetzt auch Turn-Ons und Offs einstellen. Also auf was Sibylle steht. Gibt es hier zufällig auch verheiratete Männer? Aber sie mag definitiv Hüte. Das ist eindeutig. Hüte und Essen. Und was sie gar nicht mag ist... Werwölfe. Super random, aber gut. Und wir können Sibylle zum Glück in den Haushalt stecken, den wir jetzt zerstören werden. Seid ihr bereit, Leute? Oh mein Gott, ich bin sowas von nicht bereit. Seht euch an, wie glücklich die beiden aussehen. Also noch. Und da geht Sibylle ins Haus rein. Und hier wird auch gleich schon jemand verschlagen. Oh nee, die beiden sind dann wirklich total süß, während die Kinder von ihnen sich einfach verdreschen. Wundervolle Atmosphäre hier. Die können einfach die Finger nicht voneinander lassen. Wir werden Sibylle jetzt mal in irgendein Zimmer stecken und zwar mit dem Ehemann. Er will mir den Rücken massieren. Das steht in seinen Wünschen, Leute. Das kommt jetzt nicht von mir. Ich lieb's, wenn ich immer die Verantwortung abschiebe, egal in welchem Video. Und wir werden jetzt mal anfangen zu flirten. Oh, 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 er findet uns richtig gut. Wie heißt er überhaupt? Oh, Daniel. Oh, mein Freund. Ich glaube, das ist gerade Karma. Das tut uns nämlich doppelt weh. Und die Frau geht gerade zur Arbeit. Ja, dann ist ja egal, wo wir das machen. Die Kinder sind nämlich auch in der Schule. Okay, wir haben gerade sturmfrei mit dem Daniel. Oh Gott.
auf. Egal, das ziehe ich jetzt durch. Oh, und die finden es beide richtig gut, wie die miteinander flirten. Ich dachte, das wird jetzt schwerer. Sibylle weiß einfach, wie man Leute um den Finger wickelt. Okay, definitiv. Könnt ihr damit bitte aufhören? Ich will, dass ihr flirtet. Sie haben sich gerade einen Bussi gegeben. Sie tanzen miteinander. Ich schwör's euch, dieses Fremdgehen bei Sims 2 und danach auch bei Sims 3 macht so viel mehr Spaß wie bei Sims 4. Sibylle schaut ihm auch ganz tief in die Seele rein. Überhaupt nicht unheimlich. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, dass Daniel auch eine Affäre mit ihrer Reinigungskraft hat. Seht ihr das? Oh mein Gott. Das ist jetzt ein bisschen viel Drama auf einmal. Und seine Frau ist zurück von der Arbeit. Die Kinder sind auch zurück von der Schule. Und da packen wir jetzt die beiden ins Bett und werden jetzt diese Familie zerstört. Die beiden kuscheln gerade im Bett. Und ich schicke jetzt alle Familienmitglieder da rein. Oh no, und sie werden das natürlich alle sehen. Oh mein Gott. Und hier geht der Partner auf seinen Partner los. Und die beiden haben auch gleich schon eine richtig harte Ehekrise. Die Frau hasst Sibylle. Die Frau hasst ihren Mann. Offensichtlich auch eine ihrer Töchter. Alles klar. Und wir können uns hier jetzt auch scheiden. Lassen. Der Sim, von dem man sich trennt, der fängt dann an zu heulen, aber ganz ehrlich, du hast es nicht anders verdient. Und der Sim, von dem man sich trennt, der verlässt dann das Grundstück und zieht dann von sich aus aus. Und was ist hier eigentlich gerade los? Wer ist dieser Junge? Warum zerstört er unsere Blumen? Warum liegt hier überall Müll rum? Und Sibylle und die Frau geben sich's auch nochmal ordentlich. Oh, wow, okay. Die beiden hassen sich sehr. Und hier haben wir unsere gute Sibylle bei Sims 3. Und ihre Merkmale sind gute Küsserin, hoffnungslos romantisch, kokett, Sinn für Humor und wahnsinnig. Weil ganz ehrlich, wenn der große Lebenswunsch ist, ganz viele Ehen zu zerstören, ist man definitiv ein bisschen wahnsinnig. Und jetzt müssen wir uns auch hier wieder mal unsere Opfer suchen. Okay, gefühlt lebt in dieser Welt gerade niemand. Außer wir. Oh, hier drüben habe ich einen Haushalt gefunden. Das Praktische ist, sie kann von ihrem Grundstück aus einfach darüber rennen, an der Tür klopfen. Und das Ganze ohne Ladebildschirm, Leute. Sie hat ihr Zielobjekt gesehen. Und wir gehen auch direkt auf Angriff. Wobei, die Frage ist natürlich, ob der überhaupt eine Frau hat. Oder einen Mann. Kinder hat er definitiv. Eines liegt da draußen allein im Garten rum. Und wir können ihn natürlich fragen, ob er Single ist. Sibylle hat erfahren, dass Phoenix Single ist. Oh, oh, oh. Dann tut mir das jetzt von ganzem Herzen leid. Aber dann ist er nichts für uns. Wir probieren es beim Bäckerhaushalt. Derzeit ist niemand zu Hause. Ja. Dann warten wir hier jetzt, bis jemand nach Hause kommt. Wir warten und warten. Wann kann es endlich starten? Ja! Endlich ist jemand zu Hause. Sibylle hat erfahren, dass die Familie reich ist. Wer hätte sich das bei dem Grundstück schon gedacht? Und jetzt wird es Zeit, Sibylle gibt Vollgas. Lincoln hat auch Sinn für Humor. Da haben wir ja schon mal eine Gemeinsamkeit. Aber seht ihr da unten, wir können die Beziehung auch einfach hochschieben. Und dann können wir direkt anfangen zu flirten. Lincoln ist auch noch kokett? Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Und wir sind beide Single. Nee. Lincoln, es tut mir leid. Und dafür habe ich den ganzen Tag vor seinem Haus gewartet. Wir haben hier aber noch ein paar andere Sims. Und hier ist zum Glück jemand zu Hause. Irgendwas stimmt mit Sibylle nicht. Oh, hallo. Das ist ein Kind. Sibylle hat erfahren, dass Rich reich ist. Wow. Das klingt wie ein richtig schlechter Witz. Hallo, Rich. Uns interessiert wieder mal nur eine Sache, und zwar, ob er Single ist. Und wir haben endlich einen verheirateten Mann gefunden. Dann würde ich mal sagen, wir geben Vollgas. Verliebt umarmen, Händchen halten. Wo ist seine Tochter jetzt eigentlich hin? Wir gehen da jetzt mal mit ihm hoch. Und ich will dann wissen, ob die Tochter drauf reagiert. Oh mein Gott, dazu kommen wir gar nicht. Seine Frau kommt nämlich gerade nach Hause. Die wollte gerade einfach nur ins Bett gehen. Und wir umarmen uns jetzt verliebt vor ihr. Die denkt sich wahrscheinlich gerade, das ist ein schlechter Traum. Aber leider passiert das gerade wirklich. Sibylle benimmt sich schlecht. Wenn sie so weitermacht, muss ich sie bitten zu gehen. Hallo? Da gehören immer zwei dazu beim Fremdgehen. Okay, gut, ihren Mann hasst sie gerade auch. Oh mein Gott, ich will noch den ersten Kuss erleben, bevor die Frau jetzt auf uns losgeht. Warte kurz, bitte. Wir müssen noch ganz kurz deinen Mann küssen. Und die Frau geht auf ihren Mann los, nicht auf uns. Wir können ihn jetzt auch hier mal bitten, sich von Rosie zu trennen. Oh oh, und das Kind hat das jetzt auch mitbekommen. Und das Kind hat uns jetzt rausgeschmissen. Bye. Ich bin jetzt mal in ihren Haushalt gewechselt und die Frau hat sich einfach direkt von ihm getrennt. Die Tochter ist total am Ende, weil sie jetzt nicht mehr mit ihrem Vater befreundet ist, weil sie den Betrug mitbekommen hat. Zeuge einer Trennung zu werden, ist alles andere als schön. Aber es zieht niemand aus, das muss man von selber einstellen. Sibylle hat in der Zwischenzeit eine Beziehung mit Phoenix, ihrem Nachbar, angefangen. Wenn Phoenix die beiden jetzt nämlich miteinander erwischt, dann wird Phoenix uns eben der Untreue bezichtigen. Und wenn wir jetzt immer so weitermachen, wird sich Phoenix von sich aus von uns trennen und wir können gar nichts dagegen tun. Ja!
Das romantische Verhältnis ist beendet. Da trennt er sich jetzt selbstständig von uns. Und wir haben einen neuen Ruf, und zwar sind wir eine Betrügerin. Und das ist unsere Sims 4, Sibylle. Der Hut kommt am ehesten an Sims 1 dran. Und sie hat eine Schleife auf dem Hut und auf ihrem Oberteil. Süß. Sie ist selbstsicher, romantisch und eine Spinnerin. Und wir lassen Sibylle jetzt bei den Grusels einziehen. Ich meine, optisch passen wir schon richtig gut in die Familie, die wir jetzt leider zerstören werden. Kann jemand bitte mal die Sonne anmachen? Danke. So sehen wir nämlich schon viel mehr. Und wir stellen uns jetzt mal bei Bella vor. Wir wollen jetzt nämlich Mortimer loswerden und seinen Platz einnehmen. Oh, das wäre auch eine richtig spannende Videoidee. Ich lege mich jetzt mal mit seiner Frau auf die Straße. Das halte ich für eine sehr, sehr schlechte Idee. Aber zum Glück gibt es bei Sims 4 nicht wirklich Autos. Wow. Mittlerweile sind die beiden auch schon sehr gut befreundet und ihre Liebe ist auch schon richtig weit oben. Und ich würde mal sagen, wir küssen uns jetzt vor ihrer Tochter und schauen dann, wie sie drauf reagiert. Okay, offensichtlich gar nicht. Hab den Sohn jetzt mal hergeholt. Und ihn ärgert es jetzt, dass er sieht, dass seine Mama jemand anderen küsst. Davon bekommt er aber leider nicht mal ein Moodlet. Wow. Ich kann Bella jetzt auch dazu bringen, dass sie sich von ihrem Ehemann trennt. Aber wir machen das Ganze noch viel dramatischer. Er wird die beiden jetzt nämlich einfach hierbei erwischen. Und geht einfach von selber raus. Mortimer, deine Frau geht gerade fremd. Was tust du? Ah ja, das ist das, was ich sehen wollte. Er hat jetzt ein neues Persönlichkeitsmerkmal freigeschalten. Und zwar eifersüchtig. Und da sehen wir auch, wie Mortimer sich jetzt darüber beschwert, dass seine Frau fremd geht. Untreue Liebe, die bessere Hälfte von Mortimer hat ihn betrogen und er hat gedacht, diese Beziehung hätte eine ernste Richtung eingeschlagen. Oh, ja, was anderes wird gerade auch geschlagen. Ich lieb's, wie die Sims immer Gewalt verherrlicht. Als wäre bei uns immer alles Hashtag familienfreundlich. Aber bitte macht das nicht, wenn ihr wirklich jemanden beim Fremdgehen erwischt. Bitte nicht schlagen. Und er schlägt sie nochmal. Die Liebe ist jetzt wirklich komplett weg. Sibylle selber ist ihm einfach absolut egal. Also er gibt wirklich die hundertprozentige Schuld seiner Frau. Hier im Sim-Profil steht jetzt auch entzürnt über Betrug. Mortimer ist fassungslos, dass Bella ihrer Beziehung so etwas antun konnte. Und er kann sich jetzt auch von ihr scheiden lassen. Und damit, meine lieben Freunde, haben wir heute erfolgreich 4 Ehen zerstört. Seid ihr bereit für ganz viel Drama?